Zuschauer, heute ist wieder ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, es ist alles wunderbar, das Leben ist schön. Trotz Corona, ich sage mal, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber seltsam ist schon alles. Ich meine, ich habe letztens ein Verschwörungstheorie-Gegner-Video gesehen. Also wenn mir als Laien da einige Sachen schon komisch formuliert vorkommen. Da wird wieder alles angeprangert. Das böse Internet, aber ihr Video ist natürlich gut. Nur weil da, ach lass mal das, Name drunter stand. Natürlich ist die gesamte Sache ganz traurig. Aber Leute, es gibt Viren und Krankheiten auf dieser Welt, die will man nicht haben. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren mal etwas Schlaues gelesen. Da stand dann drin, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber so sinngemäß, alle Krankheiten dieser Welt und alle Krankheitserreger dieser Welt sind nicht neu. Die sind nicht neu. Es sei denn, sie kommen aus dem Labor, das ist wieder was anderes. Aber diese Krankheiten mutieren fröhlich vor sich hin und das schon seit Abermillionen von Jahren. Abermillionen Jahren. Länger wie wir da sind. Und komischerweise lebt die Menschheit noch. Komisch, ne? Jetzt kann man dann natürlich immer, ich sage jetzt mal, das ist wie dieser Schnupfenvirus. Sag ich jetzt mal, der mutiert eben fröhlich vor sich hin. Ja, es sind Lebewesen. Irgendeine Art von Leben. Ich meine, würden wir auf dem Mars so etwas finden, würden wir uns alle freuen und würden sagen, ja, da existiert irgendwie Leben, irgendwelche Viren, irgendwelche Krankheitserreger, was auch immer. Dann wäre das was ganz Tolles. Aber das gehört irgendwie auch zur Erde mit dazu. Anderes Thema, ich schweife ab, aber wenn jetzt viele von euch von davon träumen, dass die Menschheit auf andere Planeten mal landet oder wie man das in Science-Fiction-Filmen sieht, da ohne Helm herumläuft und tralala. Ich glaube, wir holen einmal tief Luft und fallen tot um. Das würde uns auch auf der Erde so gehen, wenn wir hier landen täten auf diesem Planeten. Keine Abwehrstoffe. Wir würden sterben wie die Fliegen, wie die Indianerstämme oder irgendwelche Ureinwohner, die Kontakt zum ersten Weißen hatten. Ich glaube, eine Sterbequote von 80% ist dann noch wohlwollend formuliert, wenn man auf einem anderen Planeten einmal tief Luft holt. Das sollte man immer mal dabei mit bedenken oder im Hinterkopf haben, wenn man da irgendwo dann so ein Video sieht, ja, erdähnlicher Planet entdeckt, juhu, wir können unseren weiter versauen, weil da gibt es einen anderen und irgendwann kommen wir da auch schon irgendwie hin. Nee. Du wirst da Teil deines Lebens nicht ohne Helm rumlaufen können und ohne Luftfilteranlagen an deinem Zelt. Prost, ist nur Kaffee, YouTube. Ich bin abgeschwimmen, aber jedenfalls, das ist so die Sache. In jedem Atemzug, den wir irgendwo Luft holen, leben fröhlich irgendwelche Mikroorganismen vor sich hin, ja, an denen wir eigentlich sterben könnten. Oder einen Schluck Wasser trinken irgendwo und du kippst tot um, weil da ist irgendwas drin. Und so ist es eben auch mit diesen Krankheiten, die aus dem Dschungel kommen irgendwo. Ich sage, wo es Ebola oder ähnliches, die sind nicht neu. Nein, die sind nur noch nicht bekannt, noch nicht erforscht. Das ja, aber Krankheiten, die sind nicht neu auf diesem Planeten. Prost. Das habe ich mal irgendwo gelesen, das ist auch nicht von mir. Dann lese ich dann irgendwo in der Zeitung 5000 Todesopfer in Deutschland. Irgendwie. Nee, das war jetzt falsch. Da war bloß wieder mal an der Kasse eine Zeitungsüberschrift überflogen. Da ging es irgendwie um den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Todesraten. Oder wie sagt man dazu? Statistiken. Dass eben etwas mehr männliche Todesopfer zu verzeichnen sind und wie weibliche. Ja.
sagen wir mal, hochgegriffen selbst 10.000. Dann befinden wir uns wohl immer noch im Rahmen dessen, was bei einer durchschnittlichen Grippeepidemie fröhlich vor sich hin stirbt. Hat doch mal auch so ein anderer im Internet gesagt, würden wir nicht feststellen können, dass das Ding Covid-19 heißt, dann würden wir es wahrscheinlich nicht merken und das als Grippetote abtun oder wie auch immer. Ja, das ist eben der Vorteil der Wissenschaft, dass wir alles unter das Elektronenmikroskop legen können. Ja, wie gesagt, also ich hänge jetzt nicht irgendwelchen abstrusen Theorien an, aber Leute, macht euch selber einen Kopf, wo ich eigentlich drauf kommen wollte. In diesem Video wird dann eben alles schön zerpflückt. Eigentlich übersetzt soll man bloß an alles glauben, wo irgendwo welche Regierungsorganisation dahinter steht. Oh je, man konnte man denen schon mal jemals was vertrauen. Ja, vielleicht ist das meine Verschwörungstheorie, weil die Zahlen, die uns vorgesetzt werden, wo kommen die denn her und wer hat denn die Macht, die zu beschönigen? Also dann würde ich eher an sowas glauben. Aber eine Pandemie ist für mich irgendwas, wo die Leichensäcke am Straßenrand liegen. Das ist eine Pandemie. Und nicht, wo Leute aus irgendwelchen Risikogruppen das Risiko haben, krank zu werden und zu sterben. Ich glaube, ich habe es ja selber im Bekanntenkreis miterlebt, Risikogruppe. Risikogruppe, das ist zum Beispiel jemand, der schwer Krebs hat. Und dann eine Chemotherapie macht, wo mehr oder weniger das gesamte Immunsystem zerstört wird, der gesamte Körper geschwächt wird. Ja, und dann geht er einmal raus, holt tief Luft und es ist für seinen Körper zu kühl und er stirbt irgendwie an einer Lungenentzündung. Ja, traurig. Ist vorgekommen im Bekanntenkreis. Guter Freund, Grüße gehen raus. Nach da oben, ja, wie auch immer. Jedenfalls ein guter Freund. Der ist also demzufolge laut Statistik ja nicht an Krebs gestorben, sondern an einer Lungenentzündung. Ja. Das meine ich damit, die Zahlen, wo kommt der her, wie sehen die aus, wer hat die aufgestellt. Ja, Freunde, wir sind abgeschliffen. Deswegen wird in der Quintessenz dieses Videos, worauf ich mich da berufe, dann eben gesagt, man soll selber recherchieren. Ja klar, was recherchiert man denn? Man gibt bei Google ein, guckt, was da kommt und ach, das kommt vom ZDF, das ist wahrscheinlich gut oder vom Öffentlich-Rechtlichen, sage ich jetzt mal. Das muss gut sein oder dann wird selber dort die Aussage getätigt, dass eben, wenn du zwei Virologen interviewst, jeder eine andere Meinung hat. Dann soll man natürlich dem glauben, wo die Regierung hintersteht. Nur weil er die größere Hiobsbotschaft verkündet, hat er automatisch recht. Leute, Leute, was meinen die denn damit dann, dass man gegen recherchieren soll? Ich meine, fragt man zwei Leute, hat man zwei Meinungen. Also, für meinen gesunden Menschenverstand ist, ich habe schon vor 30 Jahren gesagt, dass dieses Herumgeschmuse zwischen wildfremden Leuten, dieses ewige Handgetatsche und Schmusi-Buschi-Buschi, mit wildfremden Leuten, Leute, vor 5 Minuten steckte diese Hand noch, ich sag jetzt mal im Klo. Und der hat sich nicht die Hände gewaschen. Und kurz vorher hat er wahrscheinlich noch bis hier drin gesteckt. Beim Popeln, das Wort soll man ja nicht sagen. Das habe ich schon vor 30 Jahren bemängelt. Und dieses verlogene, falsche Herumgeschmuse mit Arbeitskolleginnen, die dich eigentlich nach Feierabend nicht mal anschauen täten, aber du kommst auf Abend, oh, alles so wie... Also eigentlich... Das habe ich schon als unangenehm empfunden. Ja, das ist verlogen in meinen Augen. Man liebt seine Arbeitskollegen nicht, nein. Man arbeitet nur mit denen zusammen. Weil wenn man die so doll mögen täte menschlich, würde man sich ja nach Feierabend mit denen treffen. Nein, macht man nicht. Auch wenn man mal zum Kegeln geht, das ist dann meistens ein Kollegen... Arbeitsvergnügen, sage ich jetzt mal, was angesagt wurde, wo man sich auch schlecht von vor entziehen könnte, deswegen mögen die dich nicht. Aber ich habe mich wieder verzettelt und so denke ich eben darüber. Es gibt furchtbare Krankheiten auf dieser Welt, die
die in keiner Tagesnachricht erscheinen, wo Leute vor sich hin sterben. Mensch, du kannst nach Afrika fliegen und mit Malaria zurückkommen. Ja, im weitläufigen Bekanntenkreis sind einige mit schwerster Malaria zurückgekommen. Die liegen dann, was weiß ich, ein halbes Jahr im Krankenhaus pro Jahr oder irgend sowas. Habe ich jedenfalls gehört. Bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber auch daran kannst du eingehen, sag ich jetzt mal. Ja, und? Schreit da jemand rum, dass pro Jahr wie viel zigtausend Malaria-Fälle auftreten? Auch wenn die Zahlen nicht noch viel höher sind. Da kräht keiner Hahn nach, keiner. Und das meine ich damit. Ich meine, meine Verschwörungstheorie ist persönlich, dass man eben die Nachrichtenblätter mit irgendwas füllen muss. Und wenn man eine Zeitung durchblättert und auf jeder Seite kommt Covid-19-Scheiß vor, das weiß ich auch so, das muss ich nicht lesen. Und wenn es mich interessieren täte, könnte ich danach googeln. Würde ich freiwillig gar nicht machen. Genießt euer Leben. Lebt jeden Tag, als wenn es der letzte wäre. Man kann auch einfach morgen über die Straße gehen und vielleicht die Jugendlichen unter euch aufs Handy klotzen und vom Auto überfahren werden. Ja, das ist dann schlimm. Aber auch wiederum ein gewisser Eigenschuldanteil. So denke ich darüber. Die Nachrichtenblätter müssen mit irgendwas gefüllt werden, wo dann wiederum kein Platz drin ist für irgendwas anderes. Da hat wahrscheinlich in irgendeiner Redaktion irgend so ein freischaffender Journalist, der noch irgendwelche Ideale verfolgt. Wobei ich das auch schon bezweifle inzwischen, wenn du erfolgreich sein willst, musst du das bringen, was die Zeitung drucken möchte. Und das ist die hohe Kunst im Journalismus. Finde heraus, was dein Chef drucken möchte. Da geht's nicht um Wahrheit und nee, nein. Und um irgendwelche hehren Ziele. Nee, nee, nee. Das Blatt muss mit irgendwas gefüllt werden und wenn alles mit Covid-19 belegt ist, wo bleibt denn der ganze andere Mist, der sonst da drin stand in der Zeitung, auf jeder Seite, außer Werbeanzeigen natürlich. Wo bleibt denn der? Liegt auf Halde und wartet drauf, dass er in 2 Jahren veröffentlicht wird? Nee, 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 da gibt es schon wieder andere Nachrichten. Das meine ich damit, Freunde, worüber man mal nachdenken sollte. Es gibt genügend Schandtaten, die irgendwelche Journalisten aufgedeckt haben, die keine Sau interessieren, die auch nirgendwo in die Öffentlichkeit gelangen. Und das ist das, sage ich jetzt einmal, wenn dann immer vorgewarnt wird, ja, misstraut im Internet, die sozialen Medien, alles Mist, passt auf, schützt eure Kinder davor. Gut, Kinder, ja, ich sage jetzt mal, Jugendliche sind so leicht beeinflussbar und was die da alles lesen, ja, vieles von dem Zeugs hatten wir auch gern. Und an die Jugendlichen von euch, sage ich jetzt mal so, das Internet, ne? Und Google ist nicht dafür da, lustige Katzenbildchen hin und her zu schicken oder diverse P-Seiten aufzurufen und endlos zu streamen. Orno, sag ich bloß. Dafür ist Internet eigentlich nicht erfunden worden, aber wenn man ich habe vor Jahren mal, da ging es um die Schweiz, das Internetnutzungsaufkommen, ratet mal, was an erster Stelle stand, das war nicht Wikipedia. Nein, das war da glaube ich gar nicht mit aufgeführt. Das Internet in meinen Augen ist eigentlich eine tolle Sache. Das Wissen dieser Welt liegt euch zu Füßen, ihr müsst nur danach suchen. Und wenn dann selbst auf meinem eigenen Kanal zum wiederholten Male steht, oh, den Link, Entschuldigung jetzt, das ist jetzt nicht der User von letztens wegen dem Bajonett, das ist gesamt, ich meine, den Link, Mensch, gib den Namen ein, freundlich, Google, kannst du sogar mündlich machen, Google, ich will kaufen das und das und dann erscheinen, ihr werdet zugebombt von Versandhäusern, von kleinen Geschäften, was auch immer, die euch das Zeug hinterherwerfen wollen, ihr könnt sogar noch die Preise vergleichen, Preissuchfunktionen, irgendwas und dann könnt ihr dann nach Herzenslust bestellen. Ja, da muss ich keinen Link veröffentlichen, um dann 0,0001 Cent Provision zu bekommen. Das liegt jetzt gar nicht in meinem Interesse. Ich bin kein Händler. Ich zeige lustige Sachen vor, die ich mir mal gegönnt habe irgendwann, wo sich herausgestellt hat, dass man damit ein bisschen Spaß haben kann und dass sie nicht gleich kaputt gehen. So, jetzt haben wir jetzt wieder eine Gesamtsituation zum
politischen Lage dargebracht. Ich habe euch vielleicht ein bisschen verwirrt mit wilden Verschwörungstheorien. Ich muss sofort verboten werden und Leute, geht nicht ins Internet. Nein, guckt die Tagesschau. Welche Regierung ist schon ehrlich? Oh mein, oh mein. Gerade die das Öffentlich-Rechtliche, was direkt dem Staat verpflichtet ist. Ich sag bloß immer so, unter jeder Führung, die es jemals in einem Land gab, hast du so zu tanzen gehabt, wie die Führung das will. Ob du nur Journalist warst oder freie Meinungsäußerung kundtun wolltest, im schlimmsten Fall hast du Knüppel ins Kreuz gekriegt. Heute aber macht man das mit viel, viel, viel schonenderen Methoden, sag ich mal so, indem du einfach nicht gedruckt wirst als Journalist. Und dann wirst du wahrscheinlich jämmerlich verhungern und nachts irgendwo als Putzer arbeiten gehen. So ist die Situation in Deutschland. Aber nun kommen wir mal zum Spaß. Ich habe euch genügend zugelabert. Ich sollte mir mal diesen kleinen Wecker stellen. Die Eieruhr. Um das Video nicht in Überlänge ausarten zu lassen. Aber dann geht euch wahrscheinlich auch das Ticken auf den Kranz. Kommen wir mal was zu Erfreulichen. Ich habe doch letztens wieder mal eingekauft für günstig. Das war diese schöne 45 mm durchknickende, knispelnde Zange hier. Wie nennt man dieses Teil eigentlich? Astschere. Genau. Also 45 mm ist schon ein kleines Bäumchen. Ja, also billiger geht nicht, Freunde. Also. Und übrigens, das ging in dem Video ein bisschen unter. Das war nicht Lidl, das war ein Roma. Der Männerladen, sag ich mal. So haben es andere genannt. Das stimmt eigentlich. Unser, den ich jetzt besuche, ist immer so ein bisschen ramschig, hochmotiviertes, jugendliches Lehrlings- und Aushilfspersonal. Älteren siehst du selten, weil die haben ja dann wahrscheinlich Anspruch auf Tarif. Und möchten auch nicht rund um die Uhr am Dienstplan stehen. So, dann hat hier eins von diesen, also ich kann sagen, die Dinger funktionieren jetzt. Ich habe ein bisschen daran herumgedreht und guckt euch das mal an, das Dingens, ne? Das kannst du, jetzt hast du eine Hebelübersetzung und naja, Freunde, jetzt funktioniert das Teil. Ich habe damit wirklich dickere Äste durchgezwirbelt, aber das ist das Nächste. Wenn man damit arbeitet, natürlich kann man ein, zwei Mal 45 mm durchzwacken, aber jeder Ast ist anders. Und wenn er nicht frisch ist, grün und, sondern schön trocken und alt, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann nach Dingen zerstören, weil die Hebelarme biegen sich doch ein bisschen stark, wenn man die Zange betätigt. Und wenn man jetzt so wie ich Angst hat, dass hier nur so viel Material drin steckt, von der Zange oder vielleicht nur so viel, könnte es sein, dass es von vorne abknickt. Das ist so mein Verdacht. Aber ich sag mal so, wenn man es nicht übertreibt, wird auch dieses Teil eine ganze Zeit lang mitmachen. Und ich würde sagen, jetzt straff 10 Euro rum in der Drehe. In der Preisklasse gibt es auf dem Baumarkt gar nichts. Und seltsamerweise gibt dieser Laden auch 2 bis 3 Jahre Garantie. Ich habe den Kassenzettel schon längst entsorgt, weil entweder man möchte günstig kaufen, aber ich glaube, dann hält es nicht 100 Jahre. Aber ich gehe immer ziemlich pfleglich mit diesen Sachen um und dann reicht es für meine Zwecke. Und dann brauche ich keine Astschere für oberhalb 25 Euro, nur weil da ein toller Name drauf steht. Wo wahrscheinlich hier vorne, dass das eigentlich das teuerste am ganzen Gerät, die Schneide, die gehärtet sein muss, oder dieses Teil, was eine gewisse Widerstandskraft aufbringen muss. Sagt man dazu Amboss? In dem Sinne ist es ja keine Schere, sondern eine Schneide hast du bloß noch hier drauf. Ich sag mal so, sie wird es mitmachen und nach einem reiflichen, wie soll ich sagen, nach reiflichen Zeiteinsatz und wildem Herumgefummel und Herumgewackel und ein bisschen Eingeöle und alles sowas, dann hat das Ding auf einmal funktioniert. Also wer schlau ist, rennt jetzt zu Norma, schaut, ob beide Arme sich
entteleskopieren lassen, rennt zur Kasse und fragt einfach nach dem Preisnachlass. Weil ist doch die letzte, die da ist und die geht nicht richtig und so. Und zu Hause wird sie dann wahrscheinlich irgendwann funktionieren. Also ich muss mal so sagen, die waren noch sehr kulant dort, aber ich brauchte auf die Stelle das Teil und ich wollte günstig und nicht so viel investieren. Eine blöde Astschere, um mal ein paar Äste abzuzwicken. Ja, dann gebe ich doch das Geld lieber für was Schönes aus, fürs Hobby oder was auch immer. Oh, die Zeit rennt. Das kommt einem gar nicht so vor beim Reden. Jetzt sind wir wieder abgeschwiffen. Ich wollte euch noch ein paar interessante Sachen zeigen. Ein paar ranzige Sachen, die ich in der letzten Gammelecke gefunden habe. Beim Müllsortieren, was entsorgt werden soll. Aber ich zeige es euch trotzdem noch schnell. Kleinen Moment, Freunde. Da, jo, das sind wieder so die Sachen, die sich über viele Jahre ansammeln. Wenn man Platz hat, braucht man sich davon ja nicht trennen. Packst es in irgendeine Kiste, schiebst es in die Ecke. Aber man vergisst auch, wo man es eingestapelt hat. Und deswegen sagt man ja, wenn man dem Messitum vorbeugen möchte und will und muss, soll man ja sich von allem trennen, was man 2 bis 3 Jahre nicht angeschaut hat. Also hätte ich jetzt meine Modelleisenbahnanlage entsorgen müssen? Wer jetzt zu Hause einen Stapel Goldbarren hat und die nicht anschaut, soll sich auch davon trennen, weil sie zu viel Platz wegnehmen? Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber Freunde, es stimmt insoweit wirklich, dass man ja irgendwann gar nicht mehr weiß, was sich in diversen Kisten befindet. Ein Bekannter von mir nutzt deswegen große Plastikkisten, die durchsichtig sind. Genau, jetzt sind wieder 5 Minuten vorbei, Freunde. Die sind durchsichtig und man kann schon, wenn man vorm Schrank steht, irgendwie erahnen, was drin ist. Ja, aber wird man es dann finden, wenn man es braucht? Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ein Bauprojekt hatte und ich will jetzt damit beginnen, möchte ich ungern 2 Stunden damit verbringen, eine diverse Schraubensorte in ausreichender Menge zu finden und deswegen diverse Kisten durchwühlen. Also bin ich dann auf den Baumarkt getigert, habe eine Kiste Schrauben gekauft. Schnell, aber teuer. Währenddessen ein anderer Bekannter, ein Ex-Chef von mir, vor einem sinnlosen, gigantischen Schraubenregal stand, was schlecht sortiert war und dann wirklich auf mich drauf zukam und gefragt hat, ob ich nicht die schönen Schlitzschrauben von 1945 nutzen möchte. Schlitzschrauben. Das ist, wenn man am Geiz erstickt. Ja. Okay. Genug gehatet. Das habe ich gefunden. Das ist einer meiner ersten Schreibsteine. Ist sogar ein ziemlich feiner. Ja, ist halt nicht mit einem coolen Griff oder so. Oh, vielleicht könnte man sich so einen schicken Holzgriff hier anmontieren. Und dann kannst du schön über das Messer gehen. Da habe ich mir doch gedacht, brauche ich nicht wegwerfen. Das ist wirklich ein feiner. Das ist wirklich ein sehr feiner. Kann man nutzen, braucht man nicht entsorgen, oder? Kann in den Notfallrucksack. Ja. Übrigens ist man ja schon Verschwörungstheoretiker, wenn man propagiert, sich einen Notfallrucksack anzulegen, wie ich dann auch in diversen Nachrichten beim Googlen gefunden habe. Da hat sich dann so eine, würde ich jetzt mal so sagen, SPD oder CDU, naja, da gibt es ein schönes YouTube-Video drüber. Wissen Politiker nicht, dass das auf YouTube zu sehen ist hinterher? Darüber sich auslässt, ich will, die hat sich so echauffiert, also im Dritten Reich hätte sie die Leute an die Wand gestellt. So hat die sich da echauffiert am Rednerpult über Prepper. Ja, die fabulisieren den Dritten Weltkrieg herbei. So eine Leute brauchen wir nicht. Nur weil man ein kleiner Schwarzseher ist. Und laut Statistik mal alle 50, 60 Jahre ein paar Revolutionen auftreten auf der Welt. Ja, ich weiß nicht, da tut doch niemandem was.
Also sage ich jetzt mal so, dann ich wäre schon in die Kategorie mit reingefallen. Notfallrucksack, Lebensmittelvorräte anlegen. Also hintenrum in zweiter Reihe propagiert das ja selber unsere Regierung, dass man für ein paar Tage, ich glaube 8 Tage waren es, sich mal ein bisschen was hinlegen möchte und sollte für Katastrophenfälle etc. Siehe Covid-19-Ausgangssperre. Wenn das wirklich ein riesen gefährlicher Supervirus wäre, warum laufen die Leute draußen in freier Wildbahn ohne Mundschutz rum und nur in Bus und Bahn nicht? Ich meine, man kann auch Zufall mal auf der Straße angesprochen werden. Aber wenn der Polizist eine Autokontrolle durchführt, hat der auch keinen Mundschutz umgehabt, wie ich gesehen habe, selber an mir selber. Also, das ist ja jetzt anders, aber am Anfang war das eben so. Ich meine, so eine Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen doch zuerst einen Mundschutz umhaben, oder? Oder, ich weiß nicht. Trotzdem waren die Menschen nah beieinander. Das meine ich doch bloß damit. Risikogruppen bleibt bitte zu Hause und andere umarmt euch. Also, oder haben sich umarmt, oder? Ach, was weiß ich. Wir schweifen wieder ab, Freunde. Ihr kennt meine Philosophie. So, was habe ich noch gefunden? Ein Riesenstapel von diesen alten, ranzigen Zielscheiben. Ist das überhaupt noch erlaubt? Als Hobbyschütze auf Tierfotografien zu schießen? Was übrigens weniger Spaß macht, wie man denkt. Ja. Also, wenn man realitätsbezogen auf ein Tier, das ist die Kaffeemaschine, schießen üben würde wollen wollte, mit einem Luftgewehr müsste man theoretisch sehr nah herangehen, um auf diesem kleinen Zettelhalterkasten, den ich auch auf der Wiese habe, das Tier ja an sich noch zu erkennen. Also große Entfernung ist dann nicht, oder schießt ein Jäger immer mit Zielfernrohr, nicht mehr über Kipp und Korn. Also, so groß sind die Entfernungen auch nicht wirklich. Ich habe mal was von 40, 50 Meter gehört mit der Durchschnittsbüchse, sage ich jetzt mal mit Schrotgeschossen etc. Berichtige ich mich, wenn ich falsch liege, aber das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Auf der Jagd sind die Entfernungen nicht gigantisch. Natürlich mit richtigen Patronen, mit ordentlichen Kugeln, mit Zielfernrohr wahrscheinlich höher, aber ich glaube mehr oder weniger, wenn es im Gebüsch raschelt, reinballern geht nicht. Es könnte auch, was weiß ich, jemand sein, der da sein Geschäft verrichtet. Solche Unfälle gibt es wohl wirklich, dass immer auch mal wieder Leute angeschossen werden, die durch dummen Zufall mit einem Wildschwein verwechselt wurden. Oder bei der Treibjagd vor die Flinte gerannt sind. So eine Unfälle gibt es wohl wirklich. Die Dunkelziffer ist wohl ziemlich hoch. Treibjagdhelfer ist ein gefährlicher Job. Man kann sich gar nicht orange genug anziehen. Ja, jedenfalls. Früher zumindest käme man Korn. Also dann kann das Reh nicht so weit entfernt sein, um noch, sage ich jetzt mal, einen Blattschuss anzubringen. Das ist sogar ziemlich klein. 1, 2, 3 ist das hier beziffert. Ich weiß nicht, ob ihr die Kreise hier drauf erkennen könnt. Ne? Vordere Schulterbereich. Ja, das ist bestimmt nicht so einfach. Okay, wir werden das mal mit dem Luftgewehr probieren. Auf welche Entfernung ich das Reh so ungefähr von der Größe sehe, noch erkenne und einen Blattschuss anbringen kann. Also da muss man, glaube ich, bei Kimmo und Korn. Wir werden das mal testen. Aber eigentlich auf Zielscheiben schießen bringt nicht so einen Spaß. Früher auf der Hacienda, wo ich herkomme, habe ich schon mal in einem alten Video erzählt, habe ich einfach eine Dose, eine Büchse oder ein kleines Blechteil an der Schnur befestigt und herunterbaumeln lassen. Vor einer Scheune. Wenn das Ding pendelt, hast du getroffen und Pling macht es auch noch. Und dann kann man die Entfernung steigern. Wobei man dann feststellt, dass man dann doch schon ein bisschen an Kimmo und Korn schrauben muss, um auf große Entfernung das zu treffen.
dann ist das Ziel nämlich dann auf einmal ziemlich klein. Gut. Werden wir machen. Also diese ranzigen alten Zielscheiben habe ich gefunden. Wobei die Tierschützer jetzt bestimmt schon was dagegen haben, dass man noch realistische Zieldarstellungen feuert. Das wird verboten, Freunde. So, als nächstes guckt mal hier, was ich hier gefunden habe. Das ist so ein Mini-Rotkreuz-Verbandskasten, sage ich jetzt mal dazu. Leute, Leute, wenn der nicht aus den 50er Jahren ist, dann könnte der auch noch aus Vorkriegszeiten stammen. Wie mir versichert wurde, ist das damals eine Oma der Ex-Frau gewesen. Oh, hat sie das jetzt so wieder verzogen? Ja, das Ding ist eigentlich sehr passgenau gearbeitet. Hat ein bisschen gelitten, ich höre es mal ein bisschen reinigen. Gegebenenfalls vielleicht mal ein bisschen neu verkleben. Ich glaube, das bewegt sich ein bisschen. Ja, ja. Es ist leicht instabil. Schöne. Oh, wie heißt mit Federnut-Verbindung? Zinken. Zinkenverbindung. Das nennt sich Zinken. Dafür gibt es eine sogenannte Zinkenfräse. Um diese Verbindung zu erstellen, ich habe es daran selber schon mal probiert, gar nicht so einfach, weil man das freihand ohne Oberfräse machen muss als Tischlerlehrling. So, ich schweife schon wieder ab und labere euch zu. Jedenfalls, heutzutage ist das ein dämlicher Plastikkasten, okay, vielleicht größer. Aber ich sag mal so, dieses Ding hat wahrscheinlich 40, 50 Jahre oder länger auf dem Buckel, wenn es wirklich aus Vorkriegszeiten stammt. Wertigkeit, sage ich bloß. Wie viel Arbeit wurde da reingesteckt? Es wurde noch lackiert, geklebt, was auch immer. Und ist aus nachwachsenden Rohstoffen produziert. Und wir möllen uns mit Plastidreck zu, wo man vom Anfassen Krebs bekommt. Übertrieben dargestellt. Oh, keine Verschwörungstheorie. Nicht, dass ich irgendwann verboten werde, weil sich die politische Situation ein bisschen ändert in Deutschland und man dann rigoros gegen solche Videos vorgeht. Ich habe das alles nicht so gemeint. Ne? Leute, ja, das hat mir gefallen. Uralt. Schade, dass ich es weggegeben habe damals an meine Tochter. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht schon längst entsorgt hat. Ich hatte wirklich aus Wehrmachtsbeständen einen Verbandskasten da, aus Metall. Mit oben im Deckel einer eingearbeiteten Gummidichtung. Das Ding konnte trocken halten für ewig. Das Ding wird noch ewig funktionieren. Das haben wir Kinder rumgeschleppt und unsere Generationen davor. Und ja, kriegt weite Delle, wenn es runterfällt, aber zerbricht nicht und Plaster altert. Wird spröde. Ich schweife schon wieder ab. Das sind so Sachen, die ich dann wiedergefunden habe. Da dachte ich, Mensch, schade, muss ich mal nicht wegwerfen, kann man nutzen. Und dann habe ich etwas wiedergefunden. Das ist wirklich aus NVA-Zeiten. Wurde allerdings auch beim Campen benutzt zu DDR-Zeiten. Das ist ein sogenannter S-Bit-Kocher. S-Bit, ja. Oh, wobei jetzt glaube ich, S-Bit. Oh, ich lehne mich jetzt weit raus. Jedenfalls hieß dieses Teil so. Das ist noch die sogenannte, das genannte Brennmittel von. Leute, das hat sich ja inzwischen zerkrümelt, aber man konnte es wohl auch zerbrechen und portionieren. Pyrofix Hartbrennstoff, bestimmt hochgradig giftig. Hat zu DDR-Zeiten, man glaubt es kaum, 30 Ostpfennig gekostet. Das war so ein Brocken von der Größe dieser Tüte und hat genau hier reingepasst. Ich würde jetzt stark vermuten, das Zeug hat sich inzwischen selbstständig aufgelöst durchs Altern. Nee, okay, es wurde schon benutzt. Wollen wir mal testen, ob das noch brennt? Ich alter Pyromane. Portionierbar, das stimmt wirklich. Zack. Er wurde auch benutzt. Ihr seht, das ist Brandrückstand. Asche. Mensch, wie alt ist dieses Ding? Es liegt hier, steht hier irgendwo was drauf? Produktionsdatum? Schade, nein. Nicht werfen. Wieso nicht werfen? Dann wahrscheinlich bricht es.
Feuer gefährlich. Tafel ganz oder beliebig zerkleinern. Ja, genau. Orbitalplast. Westerigellen? Keine Ahnung. Muss wohl da der Standort gewesen sein in dieser Fabrik, vermute ich mal. Westerigellen. Westerigellen? Ich weiß nicht, ob es eine Ortschaft ist. Grüße gehen raus jedenfalls. Masse 33 Gramm plus minus 2 Gramm. Nicht werfen, Feuer gefährlich. Ja, genau. Tafel ganz oder beliebig geteilt. Möglichst auf Rost verbrennen. Naja, auf diesem Teil hier. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Die Tür ist offen. Ja. Mich hätte jetzt mal interessiert, ob das Zeug irgendwie gesundheitsschädlich ist, aber das scheint eine gewisse Ähnlichkeit zu haben wie dieser weiße Kohlenentzünder. Na gut, wer von euch kennt das noch? Optisch sieht das eher so aus wie Wachskerzenmaterial. Es ist also auch schon zerbröselt, kaputt. Uralt, Freunde, das ist ja, Mensch, das muss, ja, DDR-Zeiten, das war aus den frühen 80ern. Ich würde sagen, meine älteren Brüder hatten das beim Zelten am Großsee im Gebrauch und wir später dann auch am Badeteich oder wir hatten da so eine Kiesgrube bei uns in der Nähe. Und da hat man sich sein Döschen drauf gestellt. Der hat genau drauf gepasst. Wobei mir jemand erzählt hat, ob das stimmt, weiß ich nicht. Es gab wohl Dosen aus Armeebeständen, berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Die hatten auf der Unterseite eine eingearbeitete Chemikalie. Da hat man wohl draufgeschlagen und die sozusagen innen drinne zerstört, keine Ahnung wie. Und dann hat sich das erwärmt, das heiß geworden und hat dann Essen erwärmt, die Dose. Mit so einem doppelten Boden unten drin. Klingt logisch und die Chemikalien gibt es bestimmt. Gesehen habe ich es nicht. Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare, ob ihr euch auskennt. Es gibt ja auch diese Kissen, die kann man kneten und die werden dann warm. Wärmekissen, genau. Sowas gibt es ja auch. Leute, 80er Jahre. Im besten Falle 40 Jahre jung. Oder 35. Ich tippe mal eher davor. Weil bei der Armee wurde das auch benutzt und meine Elterngeneration, da ist schon lange her, wo die aus der Armee zurückkamen. Ja. Und ein so ein Täfelchen hat genau da reingepasst und dann konntest du das passend zuklappen. Leute, wir probieren es einfach mal aus. Boah, hier gibt es doch alles. Feuerzeuge. Wir testen das einfach mal. Spaß am Kokeln hatte man in meiner Familie schon immer. Vielleicht brenne ich mich auch irgendwann mal ab. Okay. Doch. Ja gut, ich meine, das ist Chemie. Guckt es euch an. Wir kokeln wieder mal auf dem Küchentisch. So eine feine Sache. Dieses kleine Blechdingens, so ranzig wie es aussieht, gut, ich könnte es ja vielleicht ein bisschen mit Chemie entrosten. Ja, könnte ich machen. Dieses kleine Blechteil hat schon so lange auf dem Buckel. Das ist die minimalistischste Form eines Campingkochers. Warum soll ich mich oder mir für super teures Geld so eine Art Hobo-Klapp-Kocher zulegen? Was ist da anders? Er ist größer und schwerer. Na gut, der hat dann so eine kleine Windleitbleche drumherum mit kleinen Öffnungen, dass man beim Sturm sich ein Süppchen kochen kann. Also wenn du es bei Sturm nicht geschafft hast, dir einen windgeschützten Ort zu suchen, dann hast du echt ein Problem. Dann vergeht dir, glaube ich, der Appetit auf ein Süppchen. Es verbrennt ziemlich schnell. Die Flamme wird schon kleiner, es war ein winziges Bräutchen, ich gebe es zu. Aber so ein Feuerchen in freier Wildbahn, da hat man Zeit, sich einen windgeschützten Ort zu suchen. Dann tut's dieses kleine Teil.
Wenn man das zusammenklappt, hat das die Größe einer Zigarettenschachtel. Und wie soll ich es nennen? Ist aus Blech, geht wahrscheinlich nie kaputt, es sei denn, es liegt im Wasser und verrostet. Diese kleinen Teile gibt es garantiert noch zu kaufen. Die wurden millionenfach hergestellt zu DDR-Zeiten. Ja. Ja, das war's. Also man müsste das Teil mal in die Spüle legen. Ja, dann klappst du es jetzt so zusammen. Das ist jetzt ein bisschen. Und das überlappt sogar so lustig hier oben. Dann kannst du es schließen. Selbst wenn ein bisschen Glut noch drin ist, wirkt es als Taschenofen, sage ich jetzt mal. Und dann hast du so ein kleines Blechkistchen. Schade, es steht nichts drauf. Dieses Teil, so simpel wie es aufgebaut ist, Freunde. Also kleiner geht für einen Campingkocher, glaube ich, nicht. Eine ganz feine Sache irgendwie. Da habe ich mich so drüber gefreut. Das Teil habe ich schon so ewig im Besitz. Mich dabei so ein Stöppi, da war ich ganz stolz, dass ich sowas hatte. Da hat man dann irgendwo am Fluss gesessen und da. Wir haben damals auch schon Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Wir haben gewusst, dass man sich die Stelle erstmal freikratzt, bis Erde ist, die nicht, sich nicht entzünden kann. Und dann hat man da sein Feuerchen gemacht, direkt am Wasser. Und wir haben nicht den Wald mit abgebrannt. Heutzutage, die Jugend, also. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einem 17-Jährigen noch kein Streichholz anvertrauen könnte. Also ich kann es bloß vom. Was man so sieht draußen, ich kenne ja natürlich nicht alle, will jetzt wieder niemanden verurteilen. Ich entschuldige mich jetzt auch noch nachträglich dafür, dass ich in manchen Videos nicht ganze deutsche Mitbürger benannt habe als Messernutzer. Ist wahrscheinlich falsch. Ja, ich weiß, man soll nicht alle über einen Kamm scheren und bla bla bla, aber. Ach, ihr wisst, wie ich es meine. Ich verurteile nicht alle. Ich habe auch Ausländer im Freundeskreis. Ja. Habe ich auch. Kann mich auch mit anderen unterhalten. Hat Spaß gemacht. Freue ich mich. Das war schon in einem Sack drin, der in den Müll wandern sollte. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ja, das mit der Zange hat mich gefreut. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Norma wiederum, ne? Da geht man gerne einkaufen als Mann. Wir haben immer schönes Werkzeug, schöne Messer und alles günstig. Zielscheiben wiedergefunden, wie gesagt, so ein Packen. Wir können draußen dann mal schießen. Aber ist das so interessant für euch? Keine Ahnung, wir machen es einfach. Uralten Verbandskasten wiedergefunden. Uralten, ja. Schönen Schleifstein in sehr feinen wiedergefunden. Diesen kleinen Winzigkocher wiedergefunden. Wir werden damit draußen dann auf der Hacienda ein Süppchen warm machen. Wobei ihr wisst, ne, man soll eigentlich nicht mehr in der Dose erwärmen. Aber wir machen es einfach mal. Wir sterben sowieso alle an Krebs. Also wer nicht an Covid-19 stirbt, hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu sterben, weil das macht, glaube ich, inzwischen schon 80% des Todesgrundes aus in der Bevölkerung. Schlecht ausgedrückt, aber irgendwie so hoch ist schon die, na, der eigentliche Sterbegrund liegt doch wohl bei 80%. Irgendwie so eine Zahl habe ich vor 10, 15 Jahren mal irgendwo aufgeschnappt. Wohl dem, der einfach einschläft. Glückwunsch. Ja, also meine Oma, sage ich jetzt bloß mal so dazu, meine leibliche Oma, die hat frühst gewusst, dass er nach und nach tot ist. Die war 76, 77 Jahre alt geworden. Das ist ja inzwischen auch schon so 25 Jahre her. Ich sag mal so, das war damals ein bestimmt durchschnittliches Alter. Heutzutage liegt es ja höher, laut Statistik. Aber es war Kriegsgeneration, sage ich jetzt mal. Jedenfalls hat sie nicht lange gelitten. Und das wünscht man sich, wenn man selber immer älter wird.
nicht ewig im Krankenhausbett liegen und, ihr wisst, beatmet werden, Schläuche im Hals und Chemikalien, die deinen Körper durchfluten. Oh, ich habe selber sowas im Krankenhaus gesehen. Ich habe da mal gearbeitet, kurzzeitig. Und habe mir sowas angeschaut. Ich kriege Albträume davon. So, wieder abgeschifft, wie so bei einer Art ist, vom Hundertsten ins Tausendste. Die Kaffeetasse ist gleich alle, wir hören auch gleich auf. Was ist die Quintessenz dieses Videos? Ich mag Sachen, die lange halten, die man günstig bekommt, wo man dann überrascht ist, dass sie lange halten können bei pfleglichem Umgang. Ich mag Sachen, die aus wertigen Rohstoffen hergestellt sind. Metall. Die dann zu einem fairen Preis abgegeben werden. Ja, es schließt sich wahrscheinlich aus, aber man muss nicht immer Plastimüll kaufen. Zitat noch zum Schluss. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest der Welt? In Deutschland erfindet ein Erfinder eine ganz tolle Sache. Er glaubt, dass sie super weltbewegend ist, etwas erreichen könnte, etwas einspart, etwas leichter macht. Ein ganz tolles Werkzeug ist alles super. Er stellt einen Prototypen her aus natürlich dann super Materialien, damit dieser Prototyp hoffentlich lange hält und nicht kaputt geht beim Test und stellt damit von Pontius zu Pilatus diese tolle Sache diversen Firmen vor und überall freundlich begrüßt, ausgelacht und nach Hause geschickt. Rentiert sich nicht. Wir produzieren sowas Ähnliches, alles super, wir verkaufen das ohne Ende. Warum soll man jetzt die ganze Produktion umstellen? Könnte man sich wahrscheinlich auch selber denken. Eine Produktionsumstellung.